Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 Meter. So, wir haben immer noch ein bisschen gerade ein bisschen ohne Bedrängnis, endlich mal im Grunde genommen, kann man wirklich so sagen. Das war ja lange, lange Zeit eigentlich auch nicht der Fall gewesen. So, wir müssen hier unten schnell mal hin. Haben wir hier noch ein paar Waage? Ja, haben wir, okay. So, dann haben wir hier auf jeden Fall noch unsere Uruks. Ja, unser Fauxpas ist nicht wichtig, der ist gefallen, müssen wir aufpassen. Wir haben allerdings auch gerade von... Ja, wir haben aber wirklich gerade von beiden Seiten die Probleme, muss man sagen. Ein bisschen nervig. So, Belagerungswerke haben wir zumindest schon mal fertig. Okay, Belagerungsballiste. Joa, jetzt bauen wir erstmal eine zumindest. So, neue Wagreiter sind da. Bauen wir gleich mal hier. Okay. Also die sollen hier auf jeden Fall relativ stark werden. Oh, die, was machen die denn hier? So, dann gehen wir halt mal mit ein paar Einheiten halt mal nach unten. Ah, hier ist das Katapult, okay. So, dann können wir hier auf oben auf jeden Fall nochmal das schon mal forschen. Wie sieht das hier aus grundsätzlich? Ah, da könnte es ein bisschen doof aussehen. Ziehen wir uns hier lieber nochmal zurück, auf jeden Fall. Ah, das ist nicht so cool hier unten. Ich glaube, hier müssen wir uns mal zurückziehen. Oha, wir haben ja wirklich ganz schön viel verloren hier gerade schon. Wo sind jetzt unsere Waage? Die sind gerade hier unten. Hier oben werden die Sägewerke schon wieder angegriffen. Noch mehr Uruks kommen aus dem Krieg. Langsam Hunger. Vorwärts. Maul halten. Oh oh, oh oh. Oh oh. Die sollten doch eigentlich ein bisschen länger halten hier. Ah, ich muss mal hier zurück. Mit dem muss ich mich mal zurückziehen hier. Erstmal. Oben werden wir auch wieder angegriffen. Das ist bestimmt wieder ein Katapult oder sowas in die Richtung. Ah, jetzt werden wir aber ganz schön angegriffen von allen Seiten. Also doch gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Jetzt brauchen wir vielleicht wirklich mal einen Helden. Lurz, hier holen wir uns erstmal Lurz. Oha. Meine Güte. Brauchen hier mal schnell die Ramme hier auf jeden Fall. Meine Wagreiter hat es zerstört, das ist nicht so cool. Macht eure Wasser bereit! Keine Gefangenen! Zerschmettert sie! Okay. Ich weiß nur nicht gerade, du hast es angekommen, das ist schon mal gut. Ja, na komm schon hier. Jetzt kann dich keiner retten. So, hier unten werden gerade noch die Sägewerke angegriffen. So, was können wir denn da noch bauen jetzt am besten hier? Wir bauen erstmal ein paar Lanzenträger hier. Okay, der Turm ist auf jeden Fall weg irgendwie. Haben aber auch wenig Sicht aktuell auf die ganze Karte. Einige Uruks-Speerträger sind in Wogen gestiegen.
Vogel beobachtet uns. Ja, hier kommen wir. Haben wir ganz schön wenig Einheiten hier auf jeden Fall. Ziehen wir uns nochmal zurück hier. Oh, krass, ey. Lasst ihr nicht entkommen! Oh, da hat er ein paar Dinger, hat er hier, lol. Scheiße, ey. Also. Müssen wir mal schnell verstärken hier. Verstärken wir auch mal das hier. Wir haben gar nicht mehr so viele Einheiten, oder? Lol. Ja, so wäre doch heftiger, als ich gedacht habe. Sieht hier unten aus grundsätzlich. Hier können wir auf jeden Fall noch was bauen erstmal. Bauen wir erstmal das Holzfällerlager nochmal auf. Hat hier aber auch die ganze Zeit, hat er hier Dauerproduktion und kann hier gut produzieren hier. Ich muss auf meine Fähigkeiten auf jeden Fall hoffen, muss ich sagen. Oh, der hat meine Rüstkammer da zerstört, ey, lol. Lol, der hat hier oben einen scheiß Katapult. Ah, der hat hier oben einen scheiß Katapult stehen. Deswegen macht er hier gerade so viel Schaden. Hier unten ist auch einiges schon wieder weg. Das Lager wird angegriffen. Zerschmettert sie! Macht euch kampfbereit! So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal noch eine weitere Warghöhle. Wo haben wir sie denn? Warggrube, da haben wir sie. Nehmt eure Waffen! Wir werden angegriffen! Schlachten sie beide fertiggestellt! So. Was können wir da machen? Lutz Farning. Holen wir uns erstmal nochmal den. Dann können wir uns hier schon mal nochmal das holen. So, die Schmiede ist also, die Rüstkammer ist auf jeden Fall erstmal wieder da. Mit am Start. Aufwachen! Ich diene den nicht. Macht euch kampfbereit! Wir sehen nicht, von wo sie angreifen. Zerstört es! Haltet die Feige in der Waaggrube! So, die sind mittlerweile sogar Stufe 4 schon. Das ist gar nicht so schlecht. Geht das schnell? Ja gut, das geht relativ schnell mit den Speerträgern. Ah, okay, dann nehmen wir mal eins weg. Aufwachen! Ja gut, hier sieht es an sich gut aus erstmal. Können wir hier vielleicht auch gleich erstmal wieder was upgraden. Wir können hier unten, könnten wir vielleicht erstmal upgraden. Hier Lebenspunkte zum Beispiel, Verteidigungsmaßnahmen. Gerade doch auf jeden Fall heftiger, als ich gedacht habe. Hier unten, hier hinten ist schon wieder ein Katapult auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal direkt auf die Waagreiter dort. Ja, hier unten sieht es gut aus, soweit. Das neue Gebäude ist fertig. Bleibt zusammen! Nicht trödeln! Heute kosten wir Menschen. Macht euch Kampf! Das Problem ist, dass wir halt wirklich zwei Stationen hier halt gerade haben. Wir werden halt von beiden Seiten. Von beiden Seiten kommen halt gerade ein paar kleinere Angriffe halt immer mal rein. Das ist halt ein bisschen das Nervige, muss man so sagen. Ich würde sagen, wir können das eigentlich nur, Mist, nur dann irgendwie ein bisschen bestehen. Wollte ich gerade eigentlich sagen, aber es klappt irgendwie trotzdem noch nicht so. So, wir haben jetzt auf jeden Fall 8 Fähigkeitspunkte, wir haben da auf jeden Fall gut geschlachtet schon mal. Was haben wir hier noch? Bäume werden sofort in Rohstoffe verwandelt, das ist gut. Weil wir nämlich hier wirklich verdammt viele Bäume haben. Zack, zack, zack. Schnell mal upgraden hier schon mal. Dann können wir hier vielleicht auch nochmal einen Helden. Sharku zum Beispiel. Wurz ist gefallen mittlerweile. Okay, das ist nicht so cool. Das kostet Wurz wieder. Ah, das kostet auch wieder gut was an Geld. Langsam Hunger! Euch bereit! Da!
Hier entlang. Attacke! Okay. Gut, das hätten wir hier schon mal. Dann könnten wir die hier auch nochmal ausstatten. Boah, da ist aber ganz schön, auf jeden Fall ganz schön was kaputt gegangen hier. Okay, was haben wir hier unten noch? Okay, wie sieht das hier oben? Hier oben haben wir noch nichts auf jeden Fall. Warte mal, dann bauen wir erstmal noch mal ein paar Waage hier. Können wir hier oben erstmal das Gebäude hier zerstören? Und jetzt zerstört man das Gebäude hier oben. Oh, da hier sogar Ends schon, ey, lol. Keine Gefangenen! Wir werden über das Land herrschen! Macht euch bereit! Dann holt euch mal das hier oben. Hier oben, das können wir den Vorposten hier oben können wir auf jeden Fall gebrauchen. Okay, hier ist auf jeden Fall gerade ganz schön viel. Okay, gut, dann haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen was hier. Komm her, dann gucken wir mal hier, dass wir hier mal ein bisschen was. Komm, schnell, so, Vorposten. Go. Und dann geht's weiter hier. Sieht's hier aus? Hier sieht's wieder ganz gut aus, soweit. Was haben wir denn? Wo werden wir denn schon wieder angegriffen? Ich sehe gerade nicht, wo wir angegriffen werden. Ah, hier unten. Oh, scheiße, ey. Lol. Das ist nicht so cool. Werden wir unten auch angegriffen? Ne, werden wir nicht. Okay. Okay, wir brauchen hier unten mal noch die Verteidigungsmaßnahmen. Hier oben sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Also damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was geschafft hier oben. Also wir können das noch gar nicht bauen, weil wir jetzt hier die Rüstkammer schon wieder verloren haben. Das ist natürlich mega nervig. Jetzt haben wir noch verdoppelt die Ressourcenproduktion der Zitadelle. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und was können wir hier noch bauen? Senkt die Kosten für Belagerungsgeräte. Okay. Okay. Sie greifen uns an! So, hier oben haben wir den Vorposten. Ah, der wurde zerstört, der Vorposten. Oh, das ist ja nervig. Wie sieht's hier unten aus? Ist der jetzt hier fertig? Verbesserte Verteidigungsmaßnahmen, okay. Hier drüben hatten wir auch erstmal Produktionsmaßnahmen verbessern. Okay, was haben wir noch? Wir können noch hier Ruf 4 Bataillonen das. Joa, das sieht aber auch gar nicht so schlecht aus. Jetzt gewinnen wir auf jeden Fall ein bisschen die Oberhand über die Karte, das ist schon mal ganz wichtig. Gehen wir hier wirklich mal jetzt nochmal hier hoch. Dann gucken wir mal, was haben wir denn noch. Wir hatten hier noch die Bogenschützen, können wir hier nochmal. Hier können wir nochmal die Wagreiter. Das wäre auch durchaus wichtig. Lasst keinen am Leben! Löscht sie aus! Sie wittern den Fall! Die Zeit der Dunkelheit naht! So, und da sind wir eigentlich auch schon kurz vor der Festung eigentlich. Ich würde mich da eigentlich ganz gerne nochmal ein Stück zurückziehen, muss ich sagen. Ich ziehe mich lieber nochmal ein Stück zurück. Also ein Stück weit hier zu dem Vorposten auf jeden Fall erstmal. Und lasse die dort erstmal. So, dann kommen wir hier nochmal mit dem Vorposten. Armbrüste! Bewegung! So, dann können wir hier schon mal was bauen. Dann können wir hier nochmal so noch einen Schmelzofen bauen und dann können wir hier die Uruk-Grube bauen. Machen wir uns auf die Jagd. Ja. Ja. Macht euch bereit. Hier entlang. Haben wir noch Waage? Ja, haben wir noch. Das neue Gebäude ist fertig. Wir werden fertig. Die Waage sind hungrig. Die Zeit der Dunkelheit umwandelt.
Du bist ein Nichts. Okay, es sieht an sich eigentlich alles relativ gut aus und vernünftig aus. Oh, hier haben wir sogar Shaku am Start. Sie werden uns fürchten. Okay. Haben wir das? Haben wir noch irgendwas? Nee, mehr geht aktuell noch nicht. Und ja, hier können wir noch mal ein bisschen was bauen und hier oben können wir noch mal ein bisschen was bauen. Und ja, ansonsten sieht es an sich gut aus. Wir konnten es auf jeden Fall wieder etwas drehen schon mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.